So, lieber Adventskalenderfreunde, heute begrüße ich euch etwas später, aber dafür mit einer sehr schönen Übung. Ich lade euch mal wieder in mein Wohnzimmer ein. Falls euch wundert, da steht ein Raumschiff-Bolide und nicht ganz fertig. Okay, eine wunderbare Übung zur Flexibilität und auch zur Regeneration geeignet. Ihr kennt ja sicher die Black Roll, haben vielleicht mittlerweile viele Leute von euch auch verfügbar. Was super ist, ist, wenn man sich erst rollt und dann dehnt oder Yoga-Übungen ausführt. Möchte ich ein Beispiel vom großen Oberschenkelmuskel mal zeigen. Und zwar wisst ihr vielleicht alle, wie man den Oberschenkel rollt. Also quasi, entweder macht man das mit beiden Oberschenkeln. Gewicht auf der Rolle. Vor allen Dingen hier ist es wichtig, dass ihr über dem Knie aufhört, dass ihr nicht ans Knie ranrollt, weil der Bereich da zu sensibel ist, sondern nur über den großen Oberschenkelmuskel. Also man kann das mit beiden gleichzeitig machen, so wie ich es hier mache. Oder wenn ihr nicht so viel Druck drauf haben möchtet, stützt euch mit dem anderen Bein ab und rollt nur den einen Muskel. Ihr könnt dann auch mal, wenn ihr den einen nehmt, so ein bisschen die Innenseiten mitrollen. Ja, da tut es weh. Das ist der große Kopf. Oder die Außenseiten. Ja, da wo es halt weh tut, ein bisschen Druck verringern. Und dann vielleicht auch mal hin und her auf der Stelle das dann bearbeiten. So, dann haben wir die Sache gerollt. Und dann kommt noch die Yoga Seite oder die Dehnung hinzu. Ihr wisst ja, den großen Oberschenkelmuskel, den kann man dehnen durch Fassen am Sprunggelenk im Stehen oder auch auf der Seite. Papa, der Blitzschutz. Ja, das ist auf Aufnahme geschaltet, Linus. Kannst kurz mal Hallo sagen. So. Also. Auf der rechten Seite, ihr stützt euch auf dem linken Unterarm ab, das linke Bein ist lang, dann fasst ihr euch mit der rechten Hand am rechten Sprunggelenk und jetzt zieht ihr das nicht hoch, sondern ihr hebt quasi den Muskel durch eine Muskelbewegung auf der Oberschenkelrückseite an, sodass der Oberschenkel bodenparallel nur wirklich so Bild am Sonntag dick auf dem Boden oder vom Boden abgehoben ist. Und dann merkt ihr eigentlich schon, dass das wirklich sehr, sehr effektiv ist. Das ist noch viel effektiver als im Stehen. Das ist halt so eine halb passive, halb aktive Dehnung. Und das ist eine wunderbare Geschichte. So. Wenn ihr das dann habt, wechselt ihr die Seite und macht es von der anderen Seite. Dann wünsche ich euch noch einen wunderbaren dritten Advent und hoffe, dass wir uns morgen wiedersehen. Macht's gut. Tschüss. Ich sag auch mal Tschüss. Tschüss.